Ein herzliches Willkommen, liebe Webinar-Teilnehmer, zum heutigen Forex Bull Workshop. Einsatz und Verwendung eben jenes Tools, was wir hier reaktivieren konnten im Rahmen unserer Kooperation, die wir in diverser Art und Weise führen. Ich begrüße euch, hoffe, ihr seht unsere Startseite, hört mich gut. Da bitte mal kurzes Feedback in den Chat geben, damit wir auch wissen, dass wir hier auf Augenhöhe sozusagen agieren. Thomas, vielen Dank für das schnelle Feedback. Dann gehe ich mal davon aus. André, Startseite sichtbar, Ton gut. Vielen Dank. Harald, Peter, jawohl, vielen Dank. Ralf, auch an der Stelle. Hey Ralf, Grüße aus Köln. Du bist ja nicht das erste Mal dabei, beziehungsweise ohnehin schon ein treuer Zuschauer unserer Webinare. Ich freue mich auf jeden Fall, dich auch hier begrüßen zu dürfen. Lasst mich kurz wieder in die Runde fragen, wer von euch heute das erste Mal dabei ist. Schreibt einfach eine 1 rein. Wer das zweite Mal dabei ist, eine 2 und so weiter. Wer jedes Mal dabei war, wir müssen mittlerweile den vierten oder fünften Workshop haben, schreibt entsprechend diese Zahl rein. Bitte mal im Chat ganz kurz dieses Feedback geben, damit wir einfach wissen, beziehungsweise ich spreche hier im Plural, weil heute auch der Bernd nochmal seinen Gastbeitrag geben wird. Ja. Es gibt hier ein paar All-Stars. Ludwig, fünfmal. Du hast komplett die Range mitgenommen. Ich hoffe, du kannst immer wieder auch was draus ziehen und bist auch treuer Kunde des Forex Bulls. Ich will ja sagen, wir sind ja hier doch schon im Rahmen des Aufwuchses der Teilnehmer für den Forex Bull natürlich daran interessiert, hier so einen kleinen Club der Forex Bull-Anwender zu etablieren und hier natürlich auch noch wesentlich mehr zu liefern im Rahmen der Möglichkeiten, die man denn hier ja nutzen kann im Rahmen dieses Tools. Da freue ich mich sehr. Wie gesagt, nochmal Aufruf, der Raum füllt sich weiter. Wer ist das erste Mal dabei, schreibt eine 1, zweite Mal eine 2 und so weiter. Würde ich mich ganz doll freuen. Ich sehe gerade die, die am ersten und am schnellsten geschossen haben, die sind auch tatsächlich die, die hier schon ihre Premiere heute feiern. Der Rest jetzt, der reintrudelt, ist so 2, 3 und eben der Ludwig mit seinem 5-mal. Christian, Namensvetter, Grüße auch nach München an der Stelle. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Also wir sind wieder eine gemischte Truppe. Heute ist es auch für die, die zum zweiten, dritten Mal dabei sind oder Zwinker zu Ludwig, das fünfte Mal. Sicherlich auch neu, beziehungsweise ein neues Highlight an der Stelle, weil wir möchten heute den Expert Advisor vorstellen, den wir entwickelt haben für den Forex Bull. Den wird es in Kürze dann im Rahmen einer Lizenz auch zu buchen geben, wer ihn denn möchte. Natürlich ist der auch, ja, weitfächiger einsetzbar. Das heißt, mit diesem Tool kann man sicherlich auch außerhalb vom Forex Bull seine Trades in einer gewissen Art und Weise automatisieren und steuern. Da freue ich mich sehr, dass der liebe Bernd uns da heute ein Stück weit einen Einblick gibt, in dem, dass er dann sozusagen das Tool auf die letzten 30 Minuten etwa vorstellen wird. Das heißt, hier werden wir ein Stück weit für Aufklärung sorgen, was das Tool kann. Und ich bin guter Dinge, dass wir das, ja, ich will sagen, im neuen Jahr spätestens auf die Landingpage gebracht haben. Für alle Kunden, die den Forex Bull jetzt schon abonniert haben, bin ich natürlich am Überlegen, dass wir uns da auch was einfallen lassen, dass ihr den Expert Advisor zu einem Vorzug bekommt, beziehungsweise zumindest erstmal auch in einer gewissen Art und Weise da einen Vorteil genießt. Deswegen gebe ich jedem den Tipp auch gern noch, nutzt die Zeit. Ich gehe jetzt direkt auf meinen Guidance Stream mal im Rahmen dessen, dass ihr hier die Landingpage auscheckt. Frage dazu, wer von euch hat die Landingpage noch nicht gesehen, beziehungsweise sich noch nicht damit beschäftigt? Weil um was geht es hier natürlich? Um das Tool, was ich euch heute erkläre. Und ihr solltet idealerweise auch, hier kann man hier direkt von der Startseite auf Los geht's, geht es direkt nach unten, hier idealerweise die Button oder den Button zum Download des Forex Bulls auch schon mal genutzt haben. Das ist völlig unverbindlich. Also hier im Rahmen dessen, dass es sozusagen einfach ein Tool ist und das ist auch kein Spam oder dergleichen, sondern es ist eine Software, die man sich sozusagen installiert, eine Exe-Datei, die man dann aus dem Download-Ordner heraus oder wo man es dann auch immer ablegt, eben auch ausführen muss. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie das abläuft. Und da kann man diese, nennt sich hier eben Demo-Version, im vollen Umfang eben unverbindlich für 14 Tage testen. Und danach ist das, was eben hier steht, sozusagen Stein des Anstoßes, denn es ist natürlich keine For-Free-Version unbegrenzter Natur, sondern hier geht es dann darum, dass man sich zum einen, weil es ein exklusives Tool ist,
im Rahmen eben der Partnerschaft mit JFD sich dann sozusagen hier registriert, vielmehr im Rahmen der Lizenzschlüsselanfrage. Und dann bekommt man sozusagen einen Button zugeschickt, einen Link, wo man sich dann sozusagen für das Abonnement entscheiden kann. Das Ganze ist monatlich kündbar, also immer von 4 Wochen auf 4 Wochen, vom Tag der Buchung bis zum nächsten Monat. Also es geht nicht am 1. los und endet am 30. oder 31., sondern wenn man jetzt heute bucht, 10.12., wäre sozusagen bis zum 10. Januar diese 4-Wochen-Frist und innerhalb dieser Zeit kann man es immer wieder kündigen. Also es ist jetzt kein Long-Term-Abo, wo man sich irgendwie auf 12 Monate verpflichtet, sondern man kann das auch monatlich abbestellen. Aber ich gebe den Tipp, die Stärke des Tools liegt jetzt nicht unbedingt in einer einzelnen Woche, sondern im Rahmen der dauerhaften Anwendung. Das heißt, es ist ähnlich wie bei Trading-Strategien. Man muss natürlich hier den Weg finden, sich erarbeiten, seinen Plan erstellen und dann eben plane deinen Trade und trade deinen Plan, das dann eben auch durchziehen. Und es gibt, wie bei jeder Trading-Strategie, natürlich Marktphasen, da funktioniert etwas sehr gut und dann gibt es wieder Marktphasen, da funktioniert es weniger gut. Wichtig und interessant beim Forex Bull ist eben, dass ihr euch nicht nur auf einen Markt konzentriert, sondern dass ihr vielmehr diversifiziert. Und das ist eine Riesenstärke des Tools, weil man hat jetzt, gehen wir direkt hier oben nochmal drauf, eben die Möglichkeit, neben Index Trading und eben sozusagen Indizes wie DAX und Dow Jones, Rohstoffe, Schrägstrich, eben vielmehr hier zahlreiche Währungspaare sozusagen zu identifizieren. Und da liegt die Stärke des Forex Bulls, weil wir eben hier auf zahlreiche Währungspaare zugreifen können. Wir haben heute auch noch das Highlight der schwedischen Krone, die wir hier auch integriert haben. Das heißt, es gibt hier auch Währungspaare, die außerhalb der Top 30 durchaus interessant auch für das Intraday-Trading sind. Da wird Bernd dann, wie gesagt, auch noch was zu sagen. Freue ich mich sehr. Das sind eben Erfahrungswerte, die wir hier in den letzten 12 Monaten nochmal erarbeitet haben im Rahmen der Anwendung des Tools. Und da sind wir eben auch drauf gekommen, dass ein Expert Advisor, also sozusagen eine Handelssoftware, hier durchaus zweckdienlich ist, um eben den Berufstätigen, aber auch den diskretionären Daytrader zu unterstützen, da man eben nicht täglich, ist ja völliger Quatsch, minütlich will ich sagen, den Chart beobachten muss, ob jetzt ein Breakout erfolgt oder nicht. Das kann man, wie gesagt, alles schön automatisieren und da haben wir, wie gesagt, ein schönes Tool auf den Weg gebracht, worauf es dann später kommt im Rahmen dieser Webinar-Session. Aber es geht eben um Diversifikation und darauf, dass man sein Risiko auch streut und eben interessante Märkte entdeckt. Und da gehe ich jetzt direkt nochmal ganz kurz auf die Startslides. Keine Angst, ich werde euch jetzt hier nicht mit 50 Folien beseelen, sondern ich will euch einfach nur mal abholen, nochmal, um was geht es eben für die, die das erste Mal dabei sind. Der Forex Bull hat eben hier die Eigenschaft, Kursprognosen zu erstellen, zu entwerfen, um eben hier den Tagesverlauf, aber auch eine besondere Stärke ist hier auch sozusagen die Kristallkugel mit Blick auf 5 bis 10 Tage im Rahmen eines Wochenverlaufs sozusagen vorauszusehen. Das Ganze tut dieses Tool im Rahmen einer ja, künstlichen Intelligenz. In der Tat ist es etwas, wo jede Nacht neu durchgerechnet wird und es wird sich sozusagen dem Markt angepasst und hierbei eine gewisse Pattern-Logik identifiziert, die sich dann eben ableiten lässt im Rahmen dessen, was der Forex Bull als Ursprungswerte ansetzt. Und da sehen wir hier, die KI der Mustererkennung liefert täglich Prognosen für das High, Low und Close. Das sind die Daten, die der Forex Bull sozusagen gerade für Forex schon am Vortag 23 Uhr auswirft. Und dieses tut er eben nicht im Rahmen von klassischer Candlestick-Formation oder dergleichen, sondern dies tut er eben anhand einer eigenen Kursprognosenlogik, wo er im Prinzip Barcharts eben mit High, Low, Close und Opening dann noch dazu in den Kontext setzt und hier versucht, Wiederholungsmuster zu erkennen. Und hier geht es um nichts anderes wie eben in der generellen Charttechnik oder auch der technischen Analyse. Es geht darum, Wiederholungseffekte zu identifizieren, sei es eben, wie man das bisher klassischer Art und Weise kennt, im Rahmen von Chartformation, Candlestickformation. Es heißt, es gibt eben Musterwiederholungen, die auftreten und dann eben eine Wahrscheinlichkeit aufwerfen, dass es eine Folgetendenz gibt, die es abzuleiten gilt. Und da ist der Forex Bull eben ganz stark und vorn dabei, weil man eben hier mit einer anderen Logik, als das jetzt zum Beispiel die Candlestick-Pattern-Analyse ist, vorgeht, um eben hier, ich will sagen, den Edge für einen Trade zu identifizieren. Das heißt natürlich grundsätzlich nicht, dass man genereller Natur hier immer wieder nur Treffer serviert bekommt. Dieses Tool ist vielmehr eine Handelsunterstützung und es gilt auch hier, sein eigenes Risk- und Money-Management anzusetzen, weil natürlich auch eine Prognose, eine Pattern-Logik
werden wir gleich sehen im Rahmen der Auswertung des Tools, natürlich hier auch immer wieder aufgrund von News oder anderen Gegebenheiten sich nicht erfüllen kann. Das heißt hier natürlich um Gottes Willen nicht all in gehen, selbst wenn Pattern, ich sag's mal, mit einer Trefferquote von 90% und 1000 Erscheinungen auftauchen oder auch Pattern mit 100% Trefferquote bei, gab es auch alles schon bei 30, 40 Wiederholungen. Das war oder ist signifikant sehr stark, aber es heißt natürlich nie, dass es sich immer genauso fortsetzt. Und der Forex-Bull, das will ich gleich vorwegwerfen, trotz der Mustererkennung mit den täglichen Prognosen High, Low und Close, ist das auch so zu sehen, dass der hier eine Prognose für den Handelstag individuell aufwirft, aber natürlich mit der Kristallkugel auch durchaus für mehrere Handelstage. Und hier geht es um eine Trendprognose, um eine Trendrichtung, bullisch oder bärisch. Das ist die Stärke des Tools. Die einzelnen High-, Low- und Close-Daten, die werden natürlich anhand der vergangenheitsbezogenen Pattern analysiert, sind teilweise auch unglaublich gute Treffer. Gerade, ihr könnt es euch vielleicht erinnern, bei denen, wo schon länger dabei sind, hier den Gold, das müsst ihr jetzt mal raussuchen, die Goldprognose oder Eurocut. Wir hatten schon viele Beispiele, wo bis auf wenige Pips oder Cent die Prognose wirklich wie ein Abziehbild gepasst hat. Das ist aber natürlich nicht Normalität. Man sollte vielmehr hier die Logik dessen auch sehen, dass man sagt, okay, wir haben aufgrund historischer Daten eine Wahrscheinlichkeit, dass es bullisch wird und dann muss man eben die aktuelle Chartsituation mit dem Tool abgleichen. Darum geht's. Wer ich generell bin, das dürft ihr ja wissen, hier ist nochmal der Chris Kämmerer, meine Passion, ich will hier unten drauf eingehen, ist die Price Action und eben auch die Saisonalität, Zyklen und die Fuzzy-Vektorlogik. Das ist das, mit dem der Forex Bull analysiert. Es gibt nicht nur weiß und schwarz, sondern der Forex Bull versucht, die graue Masse auch zu identifizieren. Und da liegt im Prinzip die Stärke des Tools, weil man eben eine andere Art der Mustererkennung vornimmt. So, und da will ich euch, wie gesagt, gleich mal dahingehend abholen, wie man das Tool sozusagen anwendet und wie das Tool zu nutzen ist. Und das in aller Kürze und Würze, weil wie gesagt, wir die letzten 30 Minuten heute so ein Stück weit viel mehr auf den Expert Advisor und auch natürlich die praktische Anwendung legen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt es bitte gerne das Feedback, liebe Leute. Dann können wir auch nochmal ein separates EA-Webinar im Januar aufsetzen. Der Workshop hier dient ja vielmehr auch sozusagen den Einstieg in das Tool zu finden. Ja, ich selbst behandle das Tool immer wieder auch mal im Devisenradar. Seht ihr bei uns sozusagen täglich auf YouTube. Ich hoffe, ihr seid auch schon Follower bei uns auf YouTube. Wenn nicht, bitte kurz laut geben. Dann werde ich hier für euch den Link nochmal reinstellen. Und hin und wieder gebe ich hier im Rahmen meiner Analysen zum Forex-Markt oder eben auch zu Underlyings der, ich sag's mal, Krypto- oder Edelmetallbranche, so will ich es mal nennen, hier immer wieder auch natürlich Tipps, die sich mit dem Forex Bull auf Tages- und Intraday-Pattern beziehen. Das ist, wie gesagt, was, wo ihr immer mal reinschauen solltet und auch da ein Stück weit euch die Anwendung näher gebracht wird. So, jetzt geht es mal, wie gesagt, um die Tatsache. Ich weiß nicht, wer es schon hat, aber wenn denn hier aktive Mitarbeit gewünscht ist, ihr kriegt es übrigens auch die Aufzeichnung natürlich im Nachgang. Der Download ist, wie gesagt, völlig unverbindlich, völlig kostenfrei. Nach 14 Tagen wird dann einfach der Lizenzschlüssel abgefragt und wer das Tool spannend findet, sollte das Tool dann auch durchaus nicht nur für einen Monat, sondern mal für einen längeren Zeitraum testen und dann so nach 2, 3 Monaten sein Resümee ziehen, um letztlich hier ja, seine Anwendung und Stärken des Tools auch zu schätzen. Das ist, wie gesagt, glücklich, wenn es so läuft, dass man das Tool installiert und gleich von Tag 1 wunderbare Pattern erwischt. Aber es ist im Prinzip eben hier immer auch so, dass man die richtigen Pattern filtern muss. Und damit man da auch nicht ins Straucheln kommt, wenn man beispielsweise 5 oder 6 Pairs verfolgt, gibt es eben auch hier die von mir vorhin schon erwähnte Algo-Unterstützung. Also wenn ihr das Tool downloadet, wie gesagt, das ist eine Excel-Datei, dann könnt ihr die ausführen und dann geht es im Prinzip relativ schnurstracks an das Fenster, was jetzt praktisch sich in dieser Form gestaltet. Hier sehen wir sozusagen das Erscheinungsbild des Forex Bulls. Wenn ihr es öffnet, ist es erstmal per se komplett grau. Hier gilt es dann sozusagen, seine eigenen Szenarien anzulegen. Das ist auch etwas, was ich in den Vorvideos schon ausführlich dargestellt habe. Hier gebe ich den Tipp, auch auf der Landingpage forexbull.de gern zum Beispiel, klicke ich nochmal direkt auf die Page kurz zurück, hier das letzte Video vom September anzuschauen. Da gehe ich direkt darauf ein, wie man hier sozusagen den Forex Bull aktiviert im Rahmen der Pattern-Auswahl, also sozusagen
seine Szenarien festlegt, um dann eben hier die verschiedenen Pattern zu erhalten. Man hat die Beschau dessen, dass man beim Forex Bull eben zahlreiche Forex-Paare auswählen kann. Hier sind auch die Kryptowährungen dabei und man hat aber auch die Möglichkeit, und das ist erst seit einigen Monaten so, dass wir hier noch Indizes dazu bekommen haben, wie den S&P, wie den Nasdaq 100 und Dow, Nikkei, Eurostoxx und DAX waren schon immer dabei, aber gerade die US-Werte haben wir hier noch dazugenommen. Die Rohstoffe, das sind auch Terminrohstoffe, Terminmarktrohstoffe, würde ich jetzt mal ausblenden. Ist nicht unser Kernmarkt, ist auch jetzt nicht mein Fokus. Es gibt übrigens, und das ist vielleicht auch interessant für euch zu hören, die Möglichkeit, den Forex Bull auch für Aktien anzuwenden. Weil logischerweise, wenn wir hier den Index Part haben, ja, dass wir die Indizes analysieren können und die Logik vom Forex Bull ja sozusagen auch auf Indexmärkten anwendbar ist, gibt es das Gleiche auch sozusagen für Aktien. Das mal als kleines Gimmick vorab. Hier ist durchaus möglich, dass wir im nächsten Jahr den Forex Bull vielleicht in einer Art Umbenennung noch als Aktientool sozusagen, Aktienbull will ich es nicht nennen, aber in diese Richtung ausstrahlen, gegebenenfalls hier beim Forex Bull auch die Aktien ergänzen, sodass man hier auch ja, mit den Aktien durchaus auf Tuchfühlung gehen kann. Der Schwerpunkt ist und bleibt aber, und das war auch der Ursprung der Entwicklung im Jahr 2011, sozusagen hier den Forex Bull im Rahmen des Forex-Marktes einzusetzen. Und da bin ich auch damals auf den aufmerksam geworden. Und um jetzt in die Materie einzusteigen, wie gesagt, wie man die Szenarien auswählt, das hatte ich in den Vorworkshops schon ausreichend erklärt. Nehmt euch einfach die halbe Stunde Zeit, wie man sozusagen das Szenario anlegt. Ist wirklich sehr, sehr simpel. Wichtig ist, diesen Button hier dann zu nutzen. Das ist sozusagen das Szenario, was man sich selbst bestimmt. Und über Datei hier oben kann man dann letztlich sein Szenario persönlicher Natur auswählen. Ja, also hier kann man die Werte letztlich dann immer ins Szenario schieben. Es steht ja auch hier Liste zu Szenario hinzufügen, die ganze Liste oder auch das einzelne Währungspaar. Und wenn ihr ein leeres Szenario habt, dann könnt ihr sozusagen hier aus dieser Auswahl alles hier rüberschieben und dann sozusagen abspeichern. Und dann habt ihr mehr oder weniger immer jeden Tag die automatische Durchforstung nach interessanten Pattern des Forex Bulls im Rahmen seiner künstlichen Intelligenz und der Mustererkennung. Wir sehen auch hier relativ simpel grün die Long Pattern, das ist also das, wo der Forex Bull heute bullische Tendenzen aufwirft, und rot die bärischen Pattern. Hier sehen wir auch Litecoin und Bitcoin Cash. Wie gesagt, die habe ich dabei, muss man nicht auswählen für sein eigenes Szenario. Genauso wie ich hier zum Beispiel auch den Dow Jones bzw. die Indizes mit dabei habe. Dow Jones heute zum Beispiel, wollen wir den praktischen Fall einfach mal reinspielen, heute mit mega starken Pattern. Auch wenn wir hier unten reinfahren in das Fenster, wird so ein Stück weit erklärt, was die Prognosedetails so auf sich haben. Und da steige ich jetzt mal direkt ins Tool ein und wir haben Währungen. Ich zeige euch auch gleich nochmal speziell britisch Pfund, schwarze Franken oder US-Dollar. Aber hier eben auch mal das Beispiel der Indizes, die wie die Kryptos aber ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen sind, weil wir natürlich hier den Overnight-Handel nicht inkludiert haben, beziehungsweise Kryptos ja auch am Wochenende laufen und natürlich hier auch die Database gerade bei den Kryptos mit den unterschiedlichen Kernpricings, weil es ist sozusagen kein vergleichbarer wie Xetra oder New York Stock Exchange bei klassischen Aktien Kernmarkt vorhanden, um natürlich Price Action im Rahmen von Hoch, Tiefs, Opening und gleichen Preisen entsprechend wirklich auf eine Standortlichkeit identifiziert zu wissen. Das ist beim Forex-Markt natürlich auch nicht ganz so trivial, aber der Forex-Markt hat hier natürlich im Rahmen dessen, dass es einen Interbankenpool gibt, dass es ein globaler wirkender Markt und auch etablierter Markt ist, natürlich ein ganz anderes Standing als jetzt die Kryptos noch. Aber ich gebe zu bedenken, die Kryptos werden uns in Zukunft sicherlich weiter ergänzen und auch hier sicherlich ja, Inhalte genug geben über die Möglichkeit, dass die Kryptos auch richtig viele interessante Trading-Chancen für die Zukunft bieten können und werden. Die sind natürlich auch relativ sprunghaft, aber Intraday kann es hier tatsächlich auch richtig schön zur Sache gehen. Zur Geschichte dessen, dass wie man den Forex Bull eben in seiner Anwendung nutzt, ist es, wie gesagt, hier, wenn man runterfährt, die Prognosedetails sagen ja schon alles. Hier unten links hat man das Fenster, wo die Tagesprognose aufgeworfen wird. Man hat hier im Prinzip gerade beim Dow heute auch ein Zweitagespattern. Das ist hier oben mit, ich sag's mal, aufgeschlagen 73-prozentiger Trefferquote, 1049 Erscheinungen, ein bullisches Setup, was im Mix dieser 1049 Erscheinungen und entsprechender Trefferquote zu diesem theoretischen Hoch, Tief und Close führte. Wir sehen hier dieses 3-Tage-Pattern, das sich sozusagen als Muster etabliert hat und hier die
weiße Kerze ist sozusagen der vierte Tag, der heutige Tag, der hier, ich will sagen, in der Kristallkugel-Vorausschau prognostiziert wird. Und hier ein entsprechender Gewinn. Und das kann man also sozusagen als Trendimpuls auch identifizieren, um ja eine Trading-Idee zu erhalten. Viel wichtiger ist eben neben den Indizes, die man ergänzend einsetzen kann, natürlich das, was hier sozusagen an Währungspaaren auftaucht. Das ist sozusagen mein Fokus, meine Leidenschaft schon seit vielen Jahren. Ihr wisst das, Devisen, das ist meine Passion, so will ich es mal sagen. Und da gehen wir direkt auf das britische Pfund Schweizer Franken. Heute mit einem, ja, prozentualen Verhältnissen ein Stück weit weniger als der Dow Jones und auch weniger Erscheinungen. Und hier einfach auch von der Anwendung heraus, erkläre ich auch in dem anderen Workshop, sollten nur Pattern ausgewählt werden, die eine Wiederholung haben von mehr als 30. Ja, das kann man auch ein Stück weit eben anhand der Meteorologie ableiten, so, oder auch anhand der Statistik. So ab 30 Wiederholungen wird es interessant. Je mehr man hat, 50, 100, 1000, desto relevanter ist natürlich die Aussagekraft, weil einfach die statistische Basis, Datenlage viel größer ist. Aber es gibt eben auch Pattern, da steht hier eine 5 oder eine 10, eine 15. Ist nice, dass sich das entwickelt. Die haben dann auch sehr häufig sehr hohe Trefferquoten, weil sie eben noch nicht so häufig aufgetreten sind. Und es ist eine Ergänzung im Prinzip, dass man hier ein schönes Pattern hat. Aber wichtig und das einfach merken, ab 30 wird es interessant. Hier der Prozentwert wird ohnehin erst ab 60% aufgeworfen. Das heißt, wenn dieses Pattern jetzt hier zum Beispiel im Rahmen der Erkennung bei 59% liegen würde, würde das gar nicht erscheinen. Bei genau 60% taucht es hingegen auf und das ist dann ein statistischer Vorteil, den der Forex Bull für euch für den Intraday-Verlauf sozusagen ja, identifiziert hat. Und das ist genau das, wo ich sage, mit dem Pattern-Auswurf mit den Regressionsgeraden, die man hier sieht, und dann eben zusätzlichen Tools wie der Wochenstatistik, kann man dann hier beim Forex Bull sozusagen eine Tagesprognose fällen, um hier eine Trading-Idee zu entwickeln. Und darum geht es. Man erhält tägliche Ideen, um letztlich ja einen statistischen Vorteil vielleicht zu erhalten. Vielleicht ist ein, verzeiht den Ausdruck, dämliches Wort, aber es liegt natürlich genau bei euch, wie ihr dies nutzt und anwendet. Und es geben oder es gibt hier viel mehr tägliche Ideen und Anregungen, neben dem, dass man die Kristallkugel auch nutzen kann, um sozusagen neben dem aktuellen Tag hier auch eine Übersicht zu finden über eine 5-Tages-Prognose hinaus. Empfiehlt sich immer am Wochenauftakt sowas durchzuführen für 5 Tage, damit man einfach mal sieht, welches Währungstag, Tag sage ich schon, welches Währungspaar erscheint in den nächsten Tagen interessant für Long oder Short. Und die Kristallkugel hier auf einen Tag bezogen wirft jetzt auf die Major FX Pairs plus Gold und Silber hier entsprechend die Tendenz aus und auch noch gleichzeitig eine singuläre Währungsstärke. Ja, also was ist heute extrem bullisch, was ist extrem bärisch und das wird man dann sozusagen hier nochmal ausgeworfen oder erhält es ausgeworfen in einem Summary und hier oben auch relativ schnell die einzelnen Pattern nochmal sortiert. Und das sieht eben auch hier oder sticht das britische Pfund zum Beispiel gegenüber dem Schweizer Franken mit einer Stärke von 4 Erscheinungen ins Visier. Und das kann man sich natürlich jetzt auch, ich ziehe direkt den Live-Chart gleich mal rein, im MetaTrader entsprechend anschauen. Und da wird eben auch klar, hier, das ist jetzt sozusagen britisch Pfund Schweizer Franken mit der Asia-Range, mit eben auch hier dem Tool, was dann der Bernd gleich ein Stück weit erklären wird, wie auch der Algorithmus funktioniert. Ist es spannend zu sehen, dass wir hier am Vortagestief nach dieser Sellkerze gestern Abend sozusagen am Vortagestief gerade herumplätschern. Der Forex Bull natürlich hier ein bullisches Setup heute aufwirft. Ich gehe jetzt mal von der Fenster Art und Weise mal ein Stück weit in den Minimalismus, damit wir das genau identifizieren können. Da sehen wir halt jetzt hier bullischer Tag, okay, theoretisches Tief 1.1910. Da sind wir schon deutlich drunter. Insofern hat sich das Pattern eigentlich schon erübrigt. Das heißt, die bullische Prognose in dem Fall hinfällig, kann aber trotzdem für den spekulativen Trader, der das Paar dennoch im Rahmen der Wochentagsstärke, der Donnerstag ist mit 53% durchaus ein bullischer Wochentag, vom Münzwurf her zwar nur geringfügig, aber bullisch. Da ist der Dienstag übrigens noch bullischer mit 57% positiver Schlusspreise. Spannend also. Faktisch aber britisch Pfund Schweizer Franken hier heute leicht bullischer Tag, bullisches Pattern und wir hangeln uns aktuell am Vortagestief herum. Das Pattern selber, wie es hier zu stehen und zu finden ist, würde sich aber erst aktivieren. Das ist eine Handelslogik, die ihr im Übrigen auch im
Tool selbst, und da gebe ich euch wirklich den Tipp, sich mal damit zu beschäftigen, nämlich hier in der Kurzanleitung findet, da wird euch auch nochmal erklärt, wie ihr die Szenarien anlegt, wie ihr das reinzieht, wie ihr das ein oder andere Tool zu lesen habt. Schrägstrich im großen Handbuch geht es dann nochmal richtig zur Sache. Und wer sich mit diesem Tool auseinandersetzt, wer das Tool kennenlernen will, der sollte natürlich hier ganz klar auch die Kurzanleitung lesen. Da steht auch drin, wie man die Kristallkugel bedient, wie man die Kristallkugel nutzen kann, wie man sie aufruft. Das ist dort alles sehr easy erklärt und neben dem Webinar gebe ich euch den Tipp, könnt ihr natürlich im vollen Funktionsumfang auch in der Demo-Version nutzen. Deswegen hier, probieren geht über studieren. Ihr müsst euch natürlich mit diesem Tool beschäftigen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir das Tool installiere und jeden Tag Buy and Sells Entscheidungen vorgelegt kriege, die ich nicht zu hinterfragen habe, sondern nein, es ist ja eine künstliche Intelligenz, eine Pattern-Prognose, die euch ein Edge liefert, um in den Markt zu kommen, um Ideen zu erhalten, Intraday, wie auch durchaus auf Swing-Trading-Basis, weil eben hier zum Beispiel das Tool der Saisonalität nicht minder interessant ist, dass man sozusagen, ich habe es heute auch erst wieder bei Silber angewandt, dass man hier einfach schaut mit Blick auf die entsprechenden Zeitfenster und einer Vorausschautage, ja, wie entwickelt es sich denn der Preis saisonal mit Blick auf die kommenden 20, 40, 100 Tage? Und dann sieht man eben einfach, ja, passt das unter Umständen auch zu einem schönen Swing-Trade-Entry? Ja, komme ich hier vielleicht auch in einen Trade auf Tagesbasis rein, finde einen schönen Trigger, einen schönen Entry, um vielleicht auch diesen Trade über mehrere Tage zu halten. Und da gab es schon genug Beispiele bei den Edelmetallen oder auch Euro-Kanadisch-Dollar, wo man mit dem Forex-Bull auch auf Intraday-Basis schöne Einstiegssignale finden kann, diese dann aber auf Swing-Trading-Basis ausbaut. Und darum geht es doch dann am Ende des Tages. Ideen zu erhalten. Und beim britischen Pfund Schweizer Franken, wie gesagt, es ist jetzt so, dass dieses Tool einen bullischen Verlauf voraussieht und da gehören aber Grundbedingungen dazu. Das ist zum Beispiel das Verlassen der Asia-Range in einem bullischen Setup nach oben, in einem bärischen Setup nach unten. Jetzt hangelt das britische Pfund Schweizer Franken sich hier rum am Vortagestief und am Tief der Asia-Range. Deswegen hier mal durchschnaufen. Wenn er den Boden findet, könnte man spekulativ schon mal auf einen Lauf in Richtung Opening spekulieren oder aber auch dann im Weiteren sogar auf einen Anstieg über das Vorwochentief aus der Asia-Range heraus und möglicherweise dann hier im Rahmen eines Triggers ja auf eine Bewegung, die dann auch deutlich nach oben zieht. Dafür ist es aber natürlich auch wichtig, und ich will euch nicht zu sehr mit Informationen überschütten, aber auch zu wissen, wie ist denn die Range des Währungspaares? Ja, wir sehen aktuell hat der oder das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken schon 84 Pips zurückgelegt und das vorwiegend nach Süden und das bei einem bullischen Tag, fragwürdig. Im Schnitt sehen wir links oben, bewegt sich das Paar auf Sicht der letzten 10 Tage 92 Pips. Das heißt, wir haben nicht mehr viel Spielraum und eigentlich auch hier unter dieser Gesichtswarte ist das Pattern hinfällig. Soll uns aber gar nicht panisch werden lassen, weil es gibt jeden Tag neue Ideen und es gibt auch interessante Pattern zum Australdollar, US-Dollar zum Beispiel, der heute hier sich wieder außerordentlich stark zeigt, aber hier haben wir einen Account, Häufigkeit von 20. Ist im Prinzip ein Pattern, was ich jetzt nicht favorisieren würde, aber der bullische Tag traf, Schrägstrich trifft zu und es wird sich hier sozusagen weiter ausbauen, dieses Pattern. Auf das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken aber bezogen, wäre es grundsätzlich eben erst aktiviert, wenn wir so einen großen Rausch nach unten nicht gesehen hätten und dann eben hier das Pivot Point Level auch überwunden werden muss. Der Pivot Point ist der Fingerabdruck des Vortages, der Mittelwert sozusagen Open beziehungsweise eine einfache, simple mathematische Berechnung, um den Mittelwert, ich sage mal, den Fingerabdruck des Vortages zu berechnen. Und bei Long Setups sollte der Preis darüber sein und bei Short Setups darunter. Und insofern hier die Erklärung zum britischen Pfund Schweizer Franken, das eigentlich uninteressant, weil hier verschiedene Parameter nicht erfüllt werden. Dennoch, der Spekulant kann im Rahmen des Vortagestiefs und dieser dennoch bullisch vorliegenden Tendenz durchaus darauf spekulieren, dass der hier heute noch nach oben spuckt. Völlig hinfällig wäre es, wenn wir ein neues Tagestief machen und dann dürfte es auch weiter nach unten gehen. Und ihr wisst vielleicht um die Tatsache, dass ich ja generell Euro-Schweizer Franken und Australdollar-Schweizer Franken short positioniert bin. Insofern glaube ich auch, die Stärke des Schweizer Franken könnte dem britischen Pfund hier noch ein bisschen sozusagen den Gar ausmachen. Aber ich will nur sagen, das Tool liefert euch viele Ideen, aber ihr müsst die einzelnen Pattern natürlich auch hinterfragen. Und ich sehe jetzt auch einige Fragen im Chat und möchte jetzt aber kurz mal Bernd fragen, ob du dann so weit wärst, um hier ein Stück weit ja,
aufbauend auf meine Einleitung jetzt hier ein Stück weit eben auch nochmal den Expert Advisor konkret vorzustellen, den wir dann im kommenden Jahr auch noch konkret untermauern werden mit weiteren Webinaren, Schrägstrich auch mit natürlich ja, einem Handbuch auch dazu, beziehungsweise Erklärungen, wie man den eben nutzen kann. Und ich will erstmal hoffen, Jürgen, ich hoffe, du hast das mit der Kristallkugel mitbekommen, wie du diese sozusagen aufrufen kannst, Schrägstrich Kristallkugel bearbeiten, an für sich sehr, sehr simpel umsetzbar. Und wie gesagt, da gebe ich den Tipp, auch hier definitiv das Handbuch zu lesen. Das ist ganz wichtig. So, ansonsten schaue ich da nochmal weitere Fragen rein und würde jetzt das Mikro mal an Bernd erstmal öffnen und dann den Bildschirm rübergeben. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und bin gespannt, wie wir uns da heute mit dem Algo mal auseinandersetzen. Bernd, sei gegrüßt. Hallo Chris und Grüße in die Runde. Hörst Sehr du gut. mich? Hört man mich? Du bist zu hören, wunderbar. Ich würde jetzt auch mal den Bildschirm direkt rüberschieben und Jetzt muss dich, ich den du kennst richtigen das. Ja, erwischen. genau. Achte drauf, ganz ruhig. Einfach schauen, welchen Bildschirm du dir jetzt nimmst. Pass auf, ich schieb's mal rüber. Harald, danke für das Feedback. Danke für das Feedback, dass du den Bernd auch gut hörst. Die Frage hatte ich jetzt gar nicht ins Auditorium gestellt, aber jetzt sehe ich auch den Bildschirm. MetaTrader, jawohl, Bernd, das ist sozusagen der Euro-US-Dollar, den du gerade auf dem Schirm hast, wie ich sehe. Und insofern würde ich sagen, die gute nächste halbe Stunde gehört dir, Bernd. Gib Oh, es gab Vollgas. keine Fragen. Ich dachte, du wolltest doch Fragen beantworten. Aber gut, wir können auch direkt loslegen. Ja, ich kann, parallel habe ich jetzt erstmal den Bildschirm freigeschalten. Also Kristallkugel haben Cool. wir reingelegt. Einzelwerte, Aktien mit Aufpreis, fragt der Ralf. Also wenn wir die Forex-Bull-Möglichkeiten auf Aktien erweitern, muss nicht sein, gerade für die Forex-Bull-Anwender, denke ich mal, das wäre einfach ein zusätzliches Feature, es sei denn, wir bringen das als Extra-Tool raus. Ansonsten, Szenarien kann man auch übernehmen, kann man ein Szenario übernehmen, zum Beispiel Musterszenario, kann man sich verschiedene anlegen, Harald, geht alles. Ansonsten, Alex, da muss ich nochmal sehen, das sind jetzt größere Fragen, die da im Orbit schwimmen. Generell, ja, das Tool ist die ersten 14 Tage komplett kostenfrei und es ist auch völlig unverbindlich. Ihr könnt es also nach freier Couleur nutzen. Danach wäre eben eine Lizenz notwendig, aber das lohnt sich auch durchaus mal tiefer in das Tool noch einzutauchen. Den Tipp gebe ich auf jeden Fall. Nutzt gerne über die Feiertage, wer es noch nicht hat, die kostenlose Option und ab Januar dann die scharfe. Es macht definitiv Sinn, auch hier zwischen den Feiertagen auch mal zu schauen, wie das Tool jetzt hier funktioniert. Also man kann auch gern das Abonnement auch über die Feiertage nutzen, weil Pattern, und da ist auch insbesondere der Aussie und der Kiwi stark, zwischen den Feiertagen gibt es durchaus immer und der Forex-Handel findet ja auch zwischen den Feiertagen statt. Ob man da jetzt handeln muss, das wage ich jetzt mal in Frage zu stellen, aber um einfach auch ein Stück weit das Tool zu testen, sicherlich interessant, da man auch genug Zeit hat. So, das sind jetzt erstmal die Fragen. Wegen Alex schaue ich noch mal genauer rein und Bernd, ich würde sagen, leg doch mal los, was wir da jetzt Ja. einfach Feines haben. Ja, okay, nochmal zu der Frage mit den verschiedenen Szenarien. Also ich habe mir auch selber die Standardliste angelegt mit den 30 FX-Pairs inklusive Gold und Silber. Und dann kann man sich natürlich verschiedenste Szenarien noch anlegen. Da habe ich zum Beispiel eine Exotenliste mit polnischen Zloty und norwegischer Krone. Da kann man sich dann, die nenne ich dann Exoten, die kann man abspeichern, wie man möchte. Ist eine feine Sache. Da sind auch die Coins mit drin. Also oder man möchte vielleicht nur das Pfund und Dollar. Also man kann sich verschiedenste Szenarien abspeichern und die dann aufrufen. Das ist eine feine Sache. Aber wichtig ist natürlich die FX30-Liste mit den wichtigsten Pairs. Ja, so viel zu der Frage nochmal. Ja, wir wollten ja heute mal den Algo vorstellen, den wir lange entwickelt haben mittlerweile. Und wofür braucht man eigentlich ein Algo? Du hast es anfangs schon erwähnt. Spart natürlich eine Menge Zeit. Es ist wie ein Werkzeug. Der nimmt einem viele Dinge gleichzeitig ab. Man muss nicht ständig die ganze Zeit vor dem Monitor sitzen. Ist der Trade jetzt ausgelöst? Muss ich irgendwas machen? Also spart eine Menge Zeit. Vor allen Dingen, wenn viele Signale vorliegen und man vieles dann gleichzeitig machen müsste, manuell, sage ich jetzt mal, spart der Algo natürlich eine Menge Zeit. Ja, steigen wir direkt mal ein. Ich habe dieser Euro-Dollar-Chart und ich zeige gleich noch den Neuseeland-Dollar gegenüber dem Kan-Dollar, die habe ich jetzt als Beispiel-Charts rausgesucht, weil die Szenarien, die heute im Forex-Bull waren, waren vielfach Pfund-bezogen und die Pfund-Pairs waren ja gestern Abend um 23:15 Uhr dann mehr oder weniger schon so gut wie durch, weil die Range einfach zu groß war. Du hast es gerade gezeigt im GBP Schweizer Franken. Die Range war einfach schon zu groß. Deswegen habe ich jetzt
Weil es geht ja um die Vorgehensweise, wie nutze ich den Expert Advisor. Habe ich jetzt mal zwei einfache Beispielscharts, weil der Euro-Dollar heute ein bisschen ruhig ist, rausgesucht. Und jetzt will ich mal die generelle Vorgehensweise von dem Algorithmus erklären. Und zwar haben wir den Chart vom Euro-Dollar und hier haben wir halt den Expert Advisor. Wenn ich diesen in den Chart reinziehe, öffnet sich folgendes Fenster. Hier gibt es noch, bei über gibt es die Versionsnummer. Das ist nicht viel wichtig, aber wichtig ist hier, dass man unter allgemein natürlich Live-Trading zulassen muss und auch Long und Short zulassen muss. Das ist ganz wichtig. So, dann kommen wir zum zentralen Punkt vom Expert Advisor. Das sind die Eingaben. Jetzt werden wahrscheinlich einige gleich einen Schock kriegen, weil da so viel steht. Der wurde so konzipiert, dass man erstmal sagt, okay, wir haben das gegliedert nach Handelszeiten, Lotberechnung, Einstiegsbedingungen, Break-Even, Profit und sonstiges. Ich gehe jetzt mal in einem Schritt alles mal durch. Ich zeige gleich auch noch, wie man das dann abspeichern kann, damit man nicht jeden Tag alles neu eingeben muss. Als ganz oben steht erstmal die Magic Number. Die sollte für jedes Währungspaar und für jeden Chart sollte eine einzigartige Magic Number vergeben werden, weil die wird natürlich dann zugeordnet. Wenn man zum Beispiel im Euro-Dollar zwei Charts aufhat und die gleiche Magic Number verwendet mit unterschiedlichen Einstellungen, kann es natürlich zu Problemen kommen. Das heißt, für jedes Währungssymbol und für jeden Chart am besten immer eine eigene Magic Number vergeben. Die kann man einfach mit einem Doppelklick, kann man die dann relativ schnell ändern. Kommen wir zu den Handelszeiten. Das sind jetzt alle Einstellungen, die hier sind ursprüngliche Einstellungen. Deswegen gehe ich jetzt mal Punkt für Punkt durch, wie ich die Standardeinstellung vornehmen würde. Unter Handelszeiten. Unter Handelszeit haben wir die Startzeit nicht festgelegt. Die Startzeit ist automatisch 0 Uhr in der Nacht, also am neuen Tag beginnt die Handelszeit. Das Ende der Handelszeit kann jeder für sich selbst festlegen. Wir haben in der Regel auch hier mit dem Doppelklick kann man dann einfach die Uhrzeit ändern. Ich sage jetzt mal, das sind natürlich die Zeiten, die jetzt stehen, beziehen sich natürlich alle hier auf die Serverzeit. Das heißt, wenn ich jetzt hier 21:59 Uhr eingebe, das ist 22 Uhr, das wäre 23 Uhr unserer Zeit. Und dann haben wir die Möglichkeit, einen Timestop zu aktivieren. Das heißt, wenn ich merke tagsüber, es ist so wenig los am Markt, wenn der Trade zum Beispiel läuft, ich kann einen Timestop einstellen, auch mit dem Doppelklick kann man die Uhrzeit dann ändern. Zu diesem Zeitpunkt muss man allerdings wissen, wenn Positionen offen sind, werden zu diesem Zeitpunkt alle offenen Positionen automatisch geschlossen. Aber das kann natürlich jeder für sich selbst einstellen. So, das Schöne natürlich, um viel Zeit zu sparen, wo, glaube ich, auch immer noch viele Leute sehr viel Zeit verlieren, ist die Lotberechnung. Ich glaube, früher, du weißt du selber, Chris, da gab es noch Excel-Tabellen, die Leute genutzt haben, um wie hoch ist jetzt, wie viel Lot oder wie viel Euro kann ich riskieren und wie viel Lot muss ich dafür eingeben und so weiter. Das macht der Algorithmus natürlich alles vollautomatisch. Und jetzt hat man hier bei Lotberechnung zwei Möglichkeiten. Einmal sage ich nutze ein prozentuales Risiko, also das Risiko vom Konto. Oder ich will jeden Tag die gleiche für dieses Währungspaar oder mehrere Währungspaare. Idealerweise bietet sich natürlich an, ein prozentuales Risiko zu nutzen. Ja, das ist besser kalkulierbar fürs Konto, sagen wir es mal so. Wenn prozentuales Risiko aktiviert ist, dann kann man hier bei Percent Risk kann man eingeben, wie viel Prozent soll vom Konto riskiert werden. Wenn ich natürlich jetzt vom Forex Bull angenommen, ich bekomme nur ein einziges Signal, was interessant ist, dann kann ich natürlich 1% vielleicht vom Konto riskieren. Wenn ich jetzt aber, ich sage jetzt mal, 10 Signale bekomme oder 8 Signale, irgendwas sowas in der Richtung, und ich die alle traden möchte, dann bietet sich natürlich nicht an, 1% pro Trade zu riskieren. Das wäre dann fürs Depot oder fürs Konto dann nicht ganz so günstig. Und da kann man hier halt, ich sage mal, wenn ich jetzt drei aussichtsreiche Trades habe, dann gebe ich hier eine 0,3 ein. Dann wäre ich, oder 0,4, wie auch immer, dann bin ich dann, wenn alle drei Trades nicht funktionieren sollten, habe ich in allen drei Trades dann dennoch einen Tagesverlust von 1%. Das kann dann, muss jeder für sein Konto selbst entscheiden, aber
mit diesem prozentualen Risiko erspart natürlich viel Zeit für die Lotberechnung. Und je nachdem, wie viele Trades am Tag vorliegen, kann man es halt schön einstellen. Und zur Orderstreichung komme ich gleich nochmal. Der ist hier in diesem Punkt zwar angeordnet, aber ich möchte jetzt erstmal lieber auf die Einstiegsbedingungen eingehen. Und du hattest ja eben erwähnt, der Forex Bull hat natürlich zwei elementare Bedingungen. Das ist einmal, beim Long muss natürlich der Pivot Point nach oben durch sein und auch die ASA Range nach oben verlassen sein. Und dies kann man jetzt hier einstellen unter Einstieg Pivot Point, True, False. Da gebe ich jetzt mal ein True ein. Also das heißt, der Pivot Point muss nach oben verlassen werden. Ich lege das mal von Long generell. Und auch die ASA Range muss nach oben verlassen sein. Und wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, dann würde der Trade dann nach oben hin ausgelöst. Jetzt kann man, das ist auch wieder Geschmackssache, das muss dann auch jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben gesagt, viele, viele, viele Möglichkeiten, diesen EA zu steuern. Und der eine mag es, der mag, der andere mag es nicht, diesen EMA. Auch hier kann man sagen, okay, löse den Trade nur aus, long, wenn auch der EMA long ist. Und da kann jetzt auch hier wieder mit True und False kann man den EMA aktivieren und dann kann man die Periode noch auswählen. Auch das ist natürlich, ach, wie soll ich sagen, da gehen die Geister oder die Meinung auch sehr auseinander. Der eine will einen EMA 10, der andere 9, der andere 14. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ja, ich lasse den jetzt mal auf aus, weil mein Ding ist das nicht so. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, die bei den Einstiegsbedingungen ist die ASA Range. Auch da, auch diese Uhrzeiten beziehen sich, wie gesagt, auf die Serverzeiten. Wir haben für uns festgelegt, dass wir eine Range haben für die ASA-Zeit von 22 Uhr bis um 6 Uhr morgens. Das heißt, mitteleuropäischer Zeit von 23 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Jetzt kommt der eine daher und sagt, für mich handeln die Asiaten aber bis 8 Uhr oder 9 Uhr morgens. Und ja, dann muss man halt nur diese Zeit, das die Ende der Asia Session, anpassen. Das Ganze muss natürlich, im Chart sieht man jetzt die Asia Box, das ist genau die Range von 23, also von 22 bis 6 Uhr. Und das müsste man in dem Template dann, wenn man es dann visuell auch schön haben möchte, weil das ist mir auch schon mal passiert. Ich hatte die ASA Range in diesem Fenster, hatte dann aber umgestellt und dann ist der Trade ausgelöst worden, obwohl visuell gesehen die ASA Box nicht passte. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also im Template musste man dann auch die ASA Range so anpassen, wie es dann im Algo ist. Also wir haben festgelegt, dass wir generell sagen, die ASA Range ist von 22 bis 6 Uhr, 23, 7 Uhr unserer Zeit und ja, das passt dann auch in der Regel, weil am Ende wird es dann eh dünn und also ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, sagen wir es mal so, dass die Range passt aus meiner Sicht. Jetzt haben wir noch die Besonderheit für die ASA Range am Montag, weil die FX-Märkte öffnen ja um 23 Uhr am Sonntagabend schon. Das heißt, wir haben eine Stunde Handelszeit am Sonntag, die aber ja, übers Wochenende zu starken Gaps oder Verzerrungen führen kann, wo dann starke Ausschläge, es muss nicht sein, aber wo starke Ausschläge kommen zwischen 23 Uhr und 0 Uhr. Und deswegen haben wir gesagt, oder wir haben gesagt, wir brauchen für den Montag, ist immer ein bisschen tricky in allen Sachen, brauchen wir noch einen Start für die ASA Range. Den kann dann auch jeder für sich festlegen. Und wir haben jetzt hier mal gesagt, das ist 0 Uhr. Von Sonntag auf Montag. Weil genau in diesem Fenster dann am Sonntagabend extreme Ausschläge passieren können, dann ist die Asia Range schon riesig groß, dann passt alles nicht mehr. So, dann haben wir den Punkt Break-Even. Also man kann, wenn der Trade dann ausgelöst wurde, kann man sagen, okay, ich möchte ab einem gewissen Wert, möchte ich den Stop-Loss nachziehen, zumindest auf meinen Einstandskurs. Und dann kann man hier unter Break-Even sagen, okay, False True. Ich stelle es mal auf True. Und dann kann man sagen, dann kann man auch den Wert dazu eingeben. Das heißt, ab wenn der Trade ein eher ins Plus gelaufen ist, wird der Stop-Loss automatisch nachgezogen
auf den Einstandswert. Auch diesen Wert, das muss kann jeder für sich selbst entscheiden, ab wann er den Break-Even nachziehen möchte. Dann haben wir noch die Möglichkeit, einen Trailing-Stop zu aktivieren. Ich habe ihn jetzt mal auf False gestellt. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Wert von 2 eingeben und einen Abstand von 1, das bedeutet dann praktisch, wenn der Trade, also Trailing Stop, wenn der Trade 2 eher im Plus ist, dann wird der Stop Loss automatisch nachgezogen auf 1 R. Das heißt, ab 2 R ist man auf jeden Fall schon mal vorne. Und der Abstand 1 bedeutet, das heißt, wenn der Kurs dann weiter steigt, mit jedem Tick, der weiter steigt, wird der Abstand bleibt ja gleich, wird der Stop Loss weiter nachgezogen. Ich persönlich bin nicht so ein Fan von Trailing Stops, weil ich da auch durchaus ja, oft abgeholt wurde und dann zog der Kurs dann doch voll nach oben durch. Aber auch das ist, deswegen haben wir ihn ja so konzipiert, den Algorithmus, dass jeder für sich selbst entscheiden kann, was möchte ich nicht. Und dann kommen wir zum dem Punkt Profit und Stop. Das ist ein einfacher R-Punkt, wo ich sage, okay, der Trade wird automatisch geschlossen, wenn ich zum Beispiel 2 R im Plus bin. 1,5 R, manche mögen 3 R, je nachdem, welches Underlying auch vorliegt, die Schwankungen sind. Das kann dann auch jeder für sich selbst entscheiden. Und dann haben wir noch den Stop-Modus. Der Stop-Modus besagt, ab wann. Das ist genau der Punkt. Jetzt komme ich gerade mal zur Orderstreichung nochmal. Und ich möchte das jetzt gleich mal hier im Chart mal zeigen. Also in diesem Chart haben wir den Pivot Point genau in der Mitte der Asia Range. Und die Asia Box wurde noch nicht verlassen bis hierhin und dann ging er nach oben. Wenn ich jetzt hier, das ist ein Beispielchart. Wir haben hier im Forex Bull kein Signal für den Euro-US-Dollar vorliegen. Wenn ich jetzt hier gesagt hätte, okay, es im Forex Bull läge ein Long-Signal vor, würde der Trade natürlich hier aktiviert werden. Wenn er aber weiterhin in der Asia Range verbleibt, und dann kann ich hier nämlich einstellen, wann möchte ich die Order streichen. Wenn ein Long-Setup vorliegt, dann streiche ich die Order natürlich hier unten, wenn er unter die Asia Range zurückfällt. Und auch hier habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten, die Order zu streichen. Und einmal das Hoch und Tief der Asia Range, das wäre natürlich dann hier unten. Neues Tagestief, Tageshoch, kann man auch machen. Es stellt sich jeder die Frage, wenn er die Asia Range nach unten verlässt, dann ist es ja automatisch ein neues Tagestief. Das ist richtig und korrekt. Aber wie du eben im GBP Schweizer Franken auch gezeigt hast, der hat die Asia Range kurz nach unten verlassen, stabilisiert sich aber hier, zum Beispiel auch über dem Vortagestief und geht dennoch wieder in die Asia Box zurück. Dann würde ich zum Beispiel sagen, ich nehme nicht die Orderstreichung nicht am Asia Range, wenn er wieder oben in die Box läuft, sondern ich nehme die Orderstreichung am Tagestief hoch. Das wäre dann, wie eben im GBP Schweizer Franken gesehen, hier unten. Und das heißt, er läuft hier zurück, kommt dann aber dennoch mal zurück und die Order wird dann hier unten gestrichen. Und jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Punkt und den finde ich sehr wichtig, weil man hat jetzt natürlich verschiedene und schöne Möglichkeiten, ich sag mal, ich nenne es mal Aggressivität zu steuern, was die Trade-Ausführungen angeht. Und zwar den Stop-Modus. Ich habe jetzt ein Long-Setup vorliegen. Okay, der Trade würde hier oben aktiviert. Wo wähle ich jetzt den Stop? Jetzt habe ich die Möglichkeit, also angenommen, er läuft hier raus. Jetzt, wo setze ich den Stop? Ganz, ganz aggressiv könnte ich den Pivot Point nehmen. Sehr, sehr eng. Als zweite Möglichkeit habe ich zum Beispiel hier am Open Price. Liegt zwar auch nur kurz über der Asia Range, aber ich habe die Möglichkeit, vielleicht noch ein paar Pips oberhalb der unteren Asia Range den Stop Loss zu setzen. Oder aber ich sage, ich setze den Stop am Vortagestief hoch. Das wäre hier unten. Das ist natürlich dann sehr weit weg. Ich meine, wenn er unter die Asia Range, unter den Open Price zurückfällt, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass er weiter durch. Aber ich habe mit diesem Modus habe ich die Möglichkeit, sehr schön das Risiko zu steuern, beziehungsweise wo setze ich meinen Stop-Loss?
So. Und wenn ich alle meine Einstellungen, schau mal kurz auf die Uhr, ja, passt noch soweit. Wenn ich alle meine Einstellungen in der Form vorgenommen habe, wie ich sie möchte, dann habe ich die Möglichkeit, diese Einstellung in einer Set-Datei zu speichern. Dann gehe ich einfach auf Speichern und sage, die möchte ich jetzt abspeichern unter einem bestimmten Namen. Das ist beispielsweise Standard-Setup. Und ich lade jetzt mal unser Standard-Setup. Das ist hier die 12e-Version und die sieht genauso aus, ungefähr wie ich es gerade eingegeben habe. Der Spread-Up, ach so, der Spread-Abstand habe ich noch vergessen, das ist sonstiges. Da komme ich gleich nochmal kurz zu den Exoten. Das ist beim Einstieg in den Trade, wie groß darf maximal der Spread sein? Ich habe jetzt hier mal, weil es gibt ja zum Beispiel GBP, Australdollar, da ist der Spread auch ein Tick größer, 4 Pips eingegeben und dann hier unten nochmal als Zusatzfeature die Slippage. Das heißt, wenn natürlich, was ich, morgens um 9:30 Uhr oder 9 Uhr irgendwelche ganz wichtigen Zahlen veröffentlicht werden in 8 Uhr mittlerweile England, dann sage ich, okay, maximal 4 Pips Slippage, also zwischen Ausführungskurs und aktuellem Kurs, der macht ja Riesensprünge innerhalb von wenigen Sekunden. Das kann man auch hiermit steuern. Und jetzt lade ich zum Beispiel mal, ich habe dann eine Besonderheit, habe ich auch, die Zeit rennt. Eine Besonderheit gibt es noch im Gold, deswegen habe ich mir auch eine separate Set-Datei abgespeichert. Und zwar, die Einstellungen sind sonst alle gleich. Das einzige, der Start der Asia Range ist nicht 22 Uhr, sondern 23:01 Uhr. Das liegt daran, dass in diesem Zeitraum die Kurse kurz ausgesetzt sind. Das kann der Algorithmus in der Form dann nicht verarbeiten. Da steht aber auch dann alles schon im Handbuch, was dann auch verfügbar sein wird, dass es diese Besonderheit beim Gold gibt, dass man den Start der Asia Range halt auf 23:01 Uhr setzen muss. Und das sollte man halt beachten. Das funktioniert dann auch einwandfrei, wie ich ausführlich getestet habe. Ja, aber da habe ich noch so eine Exotik-Datei mal angelegt. Da habe ich auch die ähnlichen Einstellungen. Und dann habe ich hier beim Spread-Anstieg mal 100 Pips eingegeben. Ich weiß nicht, die türkische Lira. Ich weiß nicht, ob man die türkische Lira zwingend intraday morgens um 9 handeln muss oder um 8. Und ich habe jetzt einfach mal eine 100 eingegeben. Also 100 Pips Spread. Das kann dann jeder für sich selbst abspeichern in so einer Set-Datei. Das ist ganz praktisch. Man kann sich verschiedene Szenarien festlegen, welche Werte man vielleicht zu welchen Zeiten handeln will, mit welchen Einstellungen, mit welchem Risiko. Also eine feine Sache, spart eine Menge Zeit. Und jetzt hatte ich nochmal den Neuseeland-Dollar, Kan-Dollar. Das ist nämlich zum Beispiel so, dass da, ziehe jetzt nochmal den Algo rein, lade nochmal das normale Setup. So, da ist es jetzt zum Beispiel so, dass der Pivot Point nicht innerhalb der Asia Range liegt, sondern oberhalb der Asia Range. Und auch hier beim Stop hätte man wieder schöne Möglichkeiten am Open Price, am Vortagestief. Der Pivot Point nicht über der Asia Range. Wer ganz aggressiv vorgehen will und sagt, ich will den Pivot Point gar nicht abwarten, dann klicke ich einfach auf Pivot Point False. Dann reicht es aus, dass der einfach nur die Asia Range nach oben flutscht. Das heißt, der Einstieg würde schon hier erfolgen und nicht erst hier. Aber da auch das, wie gesagt, wer von einem Setup überzeugt ist und sagt, das reicht mir, wenn er die Asia Range verlässt, dann schalte ich halt den Pivot Point einfach aus. Wenn ich jetzt auf OK klicke, passiert Folgendes. Es erscheint unten links ein Fensterchen, ein kleines, wo ich dann sage, okay, wenn ich ein Long Setup vorliegen habe, klicke ich einfach nur auf Allow Buy und dann werden automatisch die Einstellungen umgesetzt. Ich klicke jetzt mal auf F7, die hier hinterlegt sind. Klicke jetzt mal auf Allow Buy, dann wird dieser Button grün und in dem Moment sind alle Einstellungen aktiviert. Wenn ich wieder auf grün klicke, dann, wenn ich mich verklickt habe, kann ich auch wieder nochmal draufklicken, dann wird er wieder rot. Das gleiche könnte ich jetzt mit Allow Sales machen, aber er befindet sich jetzt im Moment in der Asia Range. Das Witzige ist, wer gar nicht an irgendwas glaubt, kann auch rein theoretisch beide anklicken, da wird ein Short und oder ein Long ausgelöst.
Auf jeden Fall das zu den Button hier unten. Also wie gesagt, wenn da jetzt dann grün steht, dann der Button wird immer mit dem nächsten Tick des Charts aktiviert und dann werden diese Einstellungen so umgesetzt, wie sie da stehen. Ja, Chris. Noch Fragen? Absolut klasse, Bernd. Also ich muss sagen, toll gemacht. Super. Also die Aufzeichnung haben wir im Kasten und schöne Erklärung. Der ein oder andere, der Expert Advisor, Schrägstrich algorithmisches Trading nicht kennt, fühlt sich vielleicht jetzt überfordert, aber um Gottes Willen, Ja, A, gibt es die in der Kürze Aufzeichnung. der Zeit ist auch ein bisschen Ja. schwer. Ja, nee, also du hast es aber, also ich muss schon sagen, sehr guter Einstieg. Ich hoffe, euch geht es genauso. Gibt es da mal ein Feedback in den Chat? Tatsache ist natürlich, um den EA noch kennenzulernen mehr, bedarf es wahrscheinlich ein extra Workshop, der dann auch eine gute Stunde geht. Das denke ich Ganz auch. klar. Zumal man das Tool auch, und da sind wir gerade eben am Erarbeiten, wahrscheinlich auch mal testen muss. Also, dass es da praktisch wie beim Forex Bull selbst so eine 14-tägige Testphase gibt. Das gilt es jetzt, wie gesagt, alles ein Stück weit zu eruieren. Es ist eben nicht so simpel hier einfach mal, wir machen das mal. Es soll ja auch 100% funktionieren, darf keine Fehler geben. Und deswegen sind wir da auch schon relativ lange in der Entwicklung. Es ist, wie Bernd auch schön sagte, eben wirklich ein Zeitersparnis, darum geht's. Und auch, da fange ich vielleicht die ein oder andere Frage gleich auf, dass es eben so ist, dass man, wenn man sich dieses Setup der Einstellung einmal zurechtgelegt hat, dann einfach auf jedes Währungspaar Ja. zieht. Das heißt, du brauchst es nie wieder jedes Mal neu einstellen, sondern du legst einmal die Grundeinstellung fest. Das heißt, was sind die Breakout-Mechanismen, wie ist die Timezone etc. Und dann speicherst du dieses Szenario ähnlich wie beim Forex Bull Genau. ab. Genau, als eigenen Namen am besten. Und dann kannst Genau. du dieses immer wieder aktivieren und einfach auf die Währungspaare, und das ist ja auch der nächste Witz, der Forex Bull gibt dir ja Ideen, welche Währungspaare bullisch oder bärisch sind. Und daraufhin kannst du dir eben ein Template sozusagen, ein Muster anfertigen für Longs, für Shorts, für die und die Einstellung. Und das kann man dann einfach in den Chart ziehen. Das heißt, das ist um Gottes Willen Ja. nicht für jeden Chart beziehungsweise für jedes Underlying Nein. dann neu umsetzbar. Das natürlich nicht. Nein, das mit den Z-Dateien ist eine feine Sache, weil es spart auch nochmal sehr, sehr viel Zeit. Viele gehen hin und geben jeden Tag dann die Werte neu ein. Gottes Willen. Und man legt sich ein Standard-Setup fest, dann für Exoten, vielleicht noch für Gold oder halt noch speziell. Da kann man verschiedenste Namen vergeben und die werden dann, wie gesagt, einfach, wenn dieses Fenster fertig ist, einfach auf Laden klicken und dann öffnet sich automatisch in diesem Terminal dann auch die Presets-Dateien, das sind diese Set-Dateien. Und da kann man beliebig viele Namen oder Setups anlegen. Also So es ist ist eine es. feine Sache. Sofort sind sie da und braucht hier nichts mehr eingeben. Genau. Und wie auch jemand richtig erkannt hat, hat mich auch nicht überrascht, hätte ich auch nur darauf gewartet. Dieses System, der Algorithmus, der ist auch auf die Indizes anwendbar. Ja, das muss man natürlich dann in der Einstellung auch berücksichtigen. Und natürlich generell eine Art Breakout. Es gibt ja so das Open Range Breakout Setup. Und im Ach Rahmen so, des so. Ausbruchs Asia Range bzw. Time Zone ist es natürlich schon so, dass das nah dran ist an einem Open Range Breakout System, klarerweise. Und das kann man auch für ja, andere Trading Sessions benutzen. Ja? Wenn man da sagt, ich will jetzt am Nachmittag irgendwas US-technisch Bezogenes handeln, kann man auch die Time Zone zur Aktivierung des Trades natürlich verschieben. Ja? Also es Genau, ist wirklich absolut. auch. Das wollte ich auch noch mal kurz, das habe ich ja eben gezeigt. Wenn ich jetzt diese Asia-Box, die kann ich natürlich als Open Range natürlich auch auf den Nachmittag schieben, in den Einstellungen und sage, okay, ich will einen Open Range Outbreak handeln, egal in welche Richtung, ob Pivot Point überschritten oder nicht, das kann ich alles ausstellen. Und dann mache ich hier eigentlich Folgendes, dann mache ich den an und den an und dann erfolgt der Ausbruch nach oben oder nach unten. Sehr gut. Also wie gesagt, es ist auch ein multifunktionaler EA, den wir aber natürlich in seiner Stärke beim Forex Bull sehen. Deswegen haben wir das so ein Stück weit adaptiert. Und ich will hoffen, dass es euch gefallen hat. Ralf, danke. Du bist auch einer der ersten Stundennutzer, soweit ich das weiß. Bernd, der Ralf könnt ihr wahrscheinlich auch was sagen. Auf jeden Fall bist du schon lange Jünger des Forex Bulls. Und vielen Dank dafür, dass du uns die Treue hältst, auch hier dabei bist und reinschaust und auch das Ganze interessant findest. Ich sehe das nicht anders, gerade für Leute, die sich eben intensiv damit auseinandersetzen. Und klarerweise muss man dies tun, wenn man eben neue Märkte erschließt, neue Setups, neue Tools nutzt. Ich bin großer Fan von Price Action und Saisonalitäten. Da haben wir auch im nächsten Jahr noch ein bisschen was in petto, aber hier geht es nur um den Forex Bull, der sich aber anhand dessen auch orientiert. Und wegen simpler Frage nochmal in der Richtung, was ein R ist. Bernd, willst du es vielleicht kurz erläutern, was ein R ist?
Ja, ein R ist das Risiko, was man pro Trade riskiert. Das heißt, wenn ich 100 Euro sage, ich sage mal 100 Euro pro Trade riskiere, dann sind diese 100 Euro ein R. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 200 Euro vorne liege, dann sind das bezogen auf das ursprünglich eingegangene Risiko 2 R. Sehr gut, genau so ist es. Das R ist praktisch einfach eine Definition für den Risikofaktor, den man Ja. einsetzt. Das können Pips sein, das können aber auch Eurosummen sein. Und das ist das eine R. Und das will man sozusagen Ja. verdienen, dann ist man Break-Even. Und 2R, 3R heißen dann praktisch zweifache, entsprechend nach oben dann gehebelt, das, was man sich sozusagen in Aussicht stellt. Den Pivot Ja, Point komm. selber, was? Nee, mit dem R. Einige denken immer, ein R ist immer 1% vom Risiko, vom dem, Konto. Wenn ich Individual. pro Trade nur 0,5, also 5% vom Depot, dann ist das trotzdem eine R, was ich verliere, aber nur 0,5% vom Depot. Genau, das ist wie gesagt eine individuelle Größe zur Berechnung und auch durchaus zweckmäßig, um immer wieder das gleiche R zu verwenden. Oder wenn das Konto wächst, wird das R auch größer. Und man sagt, man setzt immer 0,5 seines Accounts ein, dann wäre es natürlich so, die 0,5 Prozent sozusagen sind das eine R. Und wenn das sozusagen das Konto wächst, dann wird auch der 0,5% Risikoanteil höher. Aber das ist auch was, wo wir da sicherlich im Rahmen der Trading Action zukünftiger Natur dann nochmal weiter einsteigen werden im Rahmen der Trading-Themen. Ein R Jetzt primär, bleibt ein R. ein R bleibt ein R, ganz genau. Ansonsten Pivot Point gibt es auch natürlich im Add-on-Paket von JFD. Das heißt, der Pivot Point ist wirklich der Fingerabdruck des Vortages einfach, wo man ja eine simple Dividierung Low macht. Close geteilt durch 3. Genau, High Low Close durch drei, simple Sache. Sind übrigens auch die Daten, die der Forex-Bull ja interessanterweise dann sozusagen auswirft, also theoretisches Hoch, Tief und Schlussstand. Und das ist sozusagen bei uns die blaue Linie, die da im Chart ist, die horizontale. Und den kannst du, den Pivot Point, aber auch, wie gesagt, im Rahmen der Add-ons von uns auch in den Chart ziehen. Genau. Also insofern, das mal an der Stelle. Bernd, ich sage vielen Dank, wie gesagt. Ich denke, das werden wir weiter ausbauen. Ich finde es absolut klasse, wie du das sozusagen strukturiert rübergebracht hast. Ich will hoffen, die, wo heute das erste Mal dabei sind, ein paar sind schon vom Stuhl gefallen, sind noch immer dabei und sozusagen uns treu. Und ich hoffe, wir konnten euch hier ein Stück weit Aufschluss rund um das Tool, rund um den Expert Advisor geben. Wie gesagt, das war jetzt so ein kleines Highlight im Rahmen des Workshops, weil sonst beschäftigen wir uns nur mit der Funktionsweise des Tools. Heute haben wir das nochmal ergänzt durch eben die EA-Nutzung. Und ich will hoffen, dass es bei jedem gut angekommen ist. Wenn es Fragen, Verbesserungsvorschläge gibt, bitte gern wieder uns zuteil werden lassen. Gibt uns die Infos, was wünscht ihr euch noch mehr? Immer proaktiv reagieren. Gerne auch an unseren Kundenservice senden, wenn es euch die Tage mal einfällt. Ansonsten bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen als Bernd, danke dir für deine Zeit. Ihr seid hoffentlich abgeholt. Prüft das Tool, arbeitet damit, lernt es kennen. Das ist das Einzige, was man eben machen muss, wenn man sich mit einer gewissen Thematik auseinandersetzen will. Und Forex Trading oder allgemein Trading ist nichts, was man innerhalb eines Tages lernt, eines Wochenendes oder eine gewisse Trade-Systematik. Sowas braucht Monate, wenn nicht gar Jahre, um wirklich seinen Style, seinen Skill zu finden. Und der Forex Bull ist einfach nur ein ergänzendes Tool, was einem helfen soll, hier ein Edge zu finden, eben aufgrund ganz, ja, man darf schon sagen, fast mystischer Gegebenheiten im Rahmen der Fuzzy-Vektor-Logik. Aber das finde ich gerade so klasse, dass man hier in einer gewissen Art und Weise eine ganz andere Vorgehensweise hat als eben mit einer klassischen Mustererkennung. So. Preismodell fragt Willi gerade nach. Also der Forex-Bull, wie gesagt, kostet ja so rund die 30 Euro netto. Der EA wird jetzt keine 500 Euro kosten, um Gottes Willen. Das, wie gesagt, wird noch erarbeitet im Rahmen dessen, was wir da sozusagen zur Verfügung stellen. Es wird leistbar sein. Es wird nicht mehr als ein Pizzabesuch sein. Also es wird jetzt nicht horrend teuer sein, um Gottes Willen. Aber A, stecken natürlich viele Stunden der Arbeit drin, viele Stunden der Programmierung, der Fehlerfindung. Und das ist natürlich einfach, was man hier vorgefertigt dann nutzen kann. Und wie heißt es so schön, was umsonst ist, kann nichts. Also es ist schon so, dass wir euch auch Qualität liefern wollen. So wie ihr das auch gewohnt seid, die denn da hoffentlich schon lange bei JFD auch handeln. Und in dem Sinne würde ich sagen, Bernd, hast du noch was zu sagen, weil du gerade nochmal die Daten reinziehst? Ich schaue mir nur mal kurz die Liste an. Aber nee, ich wollte einfach nur sagen, vielen Dank an alle und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Super. Also in dem Sinne auch vielen Dank von mir an Bernd in erster Linie, an euch insbesondere, dass ihr euch Zeit genommen habt. Eure Lebenszeit ist unwiederbringbar, wie immer so schön der André sagt. Und insofern danke für die Teilnahme, bleibt uns treu.
Und verfolgt uns weiter, JFD, JFD Newsletter, Webinare. Wir versorgen euch weiterhin mit Content und eben auch mit coolen Tools. Und insofern habt euch wohl, noch einen schönen Donnerstag. Beste Grüße. Bernd, wir schließen uns nochmal kurz und der Rest vom Schützenfest. Habt einen schönen Donnerstag, auf bald und tschüss. Alles klar, ciao.